Guten Morgen. Ja, ein Lebenszeichen von mir. Ich habe letztes Wochenende keinen Film gemacht. Ich habe alle Kartoffeln rausgeholt und daher hatte ich überhaupt keine Zeit gehabt. Aber ich werde jetzt am Wochenende berichten, wie viele Kartoffeln es geworden sind. Es ist schon, also jetzt an diesem Platz ist es Rekordanzahl, aber trotzdem werde ich den Platz wechseln und am Wochenende werde ich euch auch erzählen, warum. Heute bin ich unterwegs mit der Firma nach, habe ich vergessen. Deswegen hier die bisschen andere Aussicht. Es ist wirklich schön. Jetzt ist gerade, ja, wirklich eine schöne Herbststimmung. Der Sommer ist jetzt wirklich vorbei und ich sage heute sehr viel mit wirklich. Komisch. Naja, auf jeden Fall wollte ich mich einfach nur mal melden, euch sagen, dass es mir gut geht. Einige fragen ja immer nach und dann werde ich aber am Wochenende berichten über die Kartoffeln und noch eine Überraschung gibt es auch noch, die mich sehr freut. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann am Wochenende. Alles Gute, bis dann, tschüss. Absolut. Ja. Jag tänker inte prata på tyska, det gör jag inte. Men du kan prata lite på svenska. Var befinner vi oss Vi här? befinner oss på en anrik bruksherrgård som heter Finnåker, som Svenska kyrkan har som en kursgård. Och den ligger, jag skulle säga, ganska mitt mellan, mellan Västerås och Kopparberg ungefär. Jättevacker miljö. Absolut. Här har man varit på många olika läger och andra jätteroliga evenemang. Jättebra, tusen tack Håkan. Ingen fara. Schwedische Wärmepumpe. Die gehört uns auch. Jetzt sind alle Kartoffeln unten. Eine Kiste habe ich noch oben gelassen, weil ich die dann bald verzehren werde. Ja, ihr Räuber, das ist mein Garten. Da habt ihr nichts zu suchen. Raus mit euch.